Was willst du? Ich habe nur meine Lieblingsnachbarn vermisst. Nach über einem Jahr? Genau. Und ich habe da noch ein kleines Projekt am Laufen. Aber davon brauchen die anderen erstmal nichts zu erfahren. Deswegen sag ich lieber... Du suchst ein Spiel. Korrekt. Und du bist sicher, dass das hier noch irgendwo ist? Todsicher. Und es ist nicht nur irgendein Spiel, es ist das beste Spiel aller Zeiten. Die Feuerrote Edition. Dann fragst du am besten mal bei Yannick. Wer ist Yannick? Unser Mitbewohner. Noch einer? Ja, oder du schaust halt auf Kleinanzeigen. Nee, das geht nicht. Ich bin gerade komplett broke. Ach, come on. Da gibt's bestimmt ein Schnäppchen für dich. Moment. Warum sieht die Kleinanzeigen-App so anders aus? Hast du es nicht mitbekommen? Kleinanzeigen hat sich verändert. Aber die Plattform wird jetzt nicht kostenpflichtig, oder? Nö. Muss man sich neu anmelden? Nein, die App bleibt, sieht nur grüner aus und geiler. So wie ich. Wie cool. Moment, nee, gar nicht cool. Was ist, wenn Tommy davon erfährt? Und dann kann Tommy sich über den neuen Look freuen. Ach, du verstehst das nicht. Er macht gerade eine schwierige Phase durch. Tommy, eine schwierige Phase. Was ist es diesmal? Hi, Tommy. Ah, deine Haare. Ja, die Farbe habe ich schon seit einer Weile. Das habe ich wohl vergessen, als ich unterwegs war. Und jetzt... Oh Mann. Oh. Tommy, du gewöhnst dich schon wieder dran. Es ist nur eine kleine Veränderung. Nee, eben nicht. Manu. Wenn sich nur noch eine Kleinigkeit in Tommys Leben ändert, dann explodiert sein Manometer und dann Gnade uns Gott. Okay, ist ja gut. Ich werde Tommy nicht... Psst. Ich werde Tommy... Psst. Ist doch gut. Tommy ist nicht mal da. Malte! Oh, hi, Tommy. Du bist ganz schön schwer geworden. Und Haare hast du auch. Danke. Was verschafft uns die Ehre? Malte sucht sein Spiel, die Feuerrote Edition. Oh, ich suche mit. Welche Farbe hat sie? Ist egal, die befindet sich bestimmt bei Yannick im Zimmer. Oh, gut. Nein, das ist nicht gut. Yannicks Zimmer ist das Bermuda-Dreieck der WG. Warum schaust du nicht auf Kleinanzeigen? Hab ich schon vorgeschlagen. Malte hat kein Geld. Ja, und auch keine Geduld mehr, ihr Quatschbacken. Ich suche jetzt alleine weiter, und zwar da. Yannick! Hab ich was verpasst? Malte sucht dich. Wer ist Malte? Ehemaliger Mitbewohner. Noch einer. Ich werde Malte helfen. Beim Suchen? Nein, ich wollte eh ein paar Sachen bei Kleinanzeigen reinstellen und den Erlös würde ich ihm dann geben für sein Spiel. Was? Warum solltest du das tun? Naja, man braucht ja keinen Grund, um mal nett zu sein, Lizzie. Oder? Hilf mir! Vorbei. Kleinanzeigen hat ein neues Design. Echt? Mega. Ja, aber überleg mal, was passiert, wenn Tommy das merkt. Oh, fuck. Er ist schon am Handy, pass auf. Tommy, wie wär's mit einer Runde Scharade? Halleluja, Halleluja. 3,5 mal 4,8? Verdammt, das passt nicht. Aber ich könnte ja einfach... Malte? Hm? Was machst du hier in Tommys Zimmer? Nix. Und was hast du da hinterm Rücken? Hm? Ein Vorschlaghammer. Hier, ein Geschenk des Hauses. Ist das? Die feuerrote Edition von Kleinanzeigen. Ich hab gedacht, damit Tommy die Finger von der App lässt, besorge ich sie einfach selbst. Willst du sie gar nicht haben? Doch. Geil! Aber auch Mist, jetzt habe ich ja keinen Vorwand mehr hier zu bleiben und dabei war ich fast fertig mit meinen Messungen. Ich muss mir irgendwie noch ein bisschen Zeit erkaufen. Wenn ich nur... irgendwie untertauchen könnte. Ja, fettes Danke. Die Tür finde ich dann alleine. Cool, dann bis nächstes Jahr. Wo ist Tommy? So, jetzt nur noch einstellen. Stopp! Die Ampellampe? Die ist doch der Hammer. Wollen wir die nicht lieber exklusiv an unser Publikum verkaufen? Falls ihr noch eine ausgefallene Beleuchtung sucht, erst den Link in der Videobeschreibung. Ja, zum Glück habe ich noch ganz viele andere Schätze, mit denen ich für Malte Geld verdienen kann. Malte, der ist doch schon längst wieder gegangen. Lass das mal so 2,5, 3 Meter sein.
Badewanne raus, Toilette, Toilette, Feuerlöscher. Das bedeutet, der Plan geht auf. Der nächste Schritt wird natürlich bitter. Malte ist gegangen, ohne sich zu verabschieden? Ja. Ich habe mich so gefreut, dass er wieder da ist. Tja. Ach, Manu. Ach, Manu, ach, Manu. Aber wir sind doch noch da. Und da wird sich auch nichts dran verändern. Ja, und ganz viele andere Sachen sind auch genau wie immer. Yannick zum Beispiel trägt immer noch keine Hausschuhe, obwohl du es ihm gesagt hast. Und das Sofa, das ist auch immer noch braun. Sepia-Karamell. So wie Yannicks Haare, bevor er sie gefärbt hat. Aber Lizzys Haare sind immer noch rot. Gefahr gebannt. Ich gehe schnell auf Klo. Tee? Ja. Leute, ich muss euch was sagen. Malte! Was machst du denn hier? Ich dachte, du wolltest gehen. Nein, ich habe gesagt, ich finde die Tür alleine. Aber nicht welche. Du kleiner, mieser... Ah! Was ist mit Kleinerzeigen los? Na toll. Die App sieht anders aus. Die Schrift, die Farben. Nur das Icon ist geblieben. Das wird auch noch geändert. Ach, Mann, oh. Ganz ruhig. Schau mal, ich kann es dir hier schon mal zeigen. Und? Sieht doch schön aus, oder? Wenn ihr auch wissen wollt, wie das neue Logo aussieht, klickt mal auf den zweiten Link in der Videobeschreibung. Was verändert sich noch? Muss ich jetzt eine neue App runterladen? Nein. Muss ich irgendwas machen? Mach einfach so wie vorher schon. Wird unsere WG gecancelt? Löscht Kleinanzeigen unseren Kanal? Nein. Alles bleibt am Alten. Nur der Look ist neu. Wie bei Yannick und dir. Das ist wirklich alles. Und sag bitte nicht, ach, Manu. Ach. Mensch. Das ist ja nett. So ein Tapetenwechsel braucht jeder mal. Ich dachte schon, das wäre das Ende der Kleinanzeigen-WG. Was wolltest du sagen, Malte? Ja, das ist jetzt ein bisschen ungünstig, aber die Wohnung wird abgerissen. Ihr müsst raus. Das ist das Ende der Kleinanzeigen-WG.